Willkommen bei einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten, und nicht erschrecken. Ja, es geht mich auch in groß. Aber ich wähle heute mal das ganz besondere Format. Ihr habt das schon im Titel gelesen. Ich will heute mal auf ein Video reagieren. Ihr kennt das Format zu Tausenden aus YouTube. Und ich will das aber mal machen, weil mir das Video auch sehr, sehr gut gefällt. Und ich fand jetzt keinen anderen Weg, das einfach mal zu machen. Ich würde sagen, wir springen direkt ins Video rein und dann gucken wir mal, auf was ich eigentlich heute reacte. Und ihr seht schon, worauf ich eigentlich heute reacte, also auf das Clash of Clans Barbarian Kings Run Lunar New Year 2019 Video von Clash of Clans vom eigenständigen Kanal. Und warum mache ich das eigentlich? A, habe ich das noch nie gemacht und B, finde ich das Video einfach wirklich, wirklich göttlich. Wir gehen einfach mal rein, ich halte es mal kurz mal an. Also die Leiste da unten müsst ihr leider ertragen, aber ich glaube, das ist nicht so schlimm. Also ich finde den Anfang schon sehr, sehr schick. Vor allen Dingen das, der Barbarenkönig da mit dem Schwert Richtung Kanone. Das fängt schon sehr, sehr gut an. So, und das ist überhaupt der Klopfer, wie er da so im Hintergrund klopft und die drehen sich alle um. Also ich muss sagen, das ist echt gelungen mit der Hand und auch mit der eisernen Hand und mit den Zacken da dran und so, wie detailgetreu das ist. Also ja, lasst euch überraschen, wie es ein bisschen weitergeht. So, oh, jetzt ist er natürlich erkannt und jetzt muss er natürlich weg. Aber was wir jetzt eigentlich sehen, ihr seht das jetzt schon da im Bild. Also hier, oh, ich habe ja heute mal meinen Mauszeiger drin. In dem Spiegel seht ihr schon, das sind die Lampen aus dem Dorf. Also auch hier rechts oben so ein bisschen in klein hat man ja die Lampen, beziehungsweise wir haben sie jetzt in der Bauarbeiterbasis. Aber es geht ja noch ein bisschen witziger weiter hier, denn da sieht er sich mal selber. Oh, 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 jetzt lächelt er gleich so verschmitzt. Also ich muss sagen, das ist echt krasser Scheiß. Und ich meine, das ist Clash of Clans hier. Und das Video ist so toll gemacht. Es läuft ja nicht wirklich lange. Aber ich habe es jetzt schon so oft gesehen, weil auch so kleine Details drin versteckt sind. So, jetzt geht's erstmal davon. Und jetzt wollen natürlich alle ein Foto vom King machen. Würde ich auch ganz gerne mal machen. Ein Foto vom King hier mit den dicken Händen vor der Linse. Also echt krass. Jetzt geht's aber weiter Richtung Küche. Beziehungsweise jetzt geht's in ein Restaurant rein. Also erstmal die Tür hart aufgeschlagen und auch jetzt kommen die kleinen, aber feinen Details, denn ihr seht das hier, was die hier gebacken haben. Und ich glaube, der hier in der Mitte, wo meine Maus gerade rüber zeigt, das ist ganz klein Schweinereiter. Die anderen Figuren, muss ich sagen, kann ich nicht ganz zuordnen, aber ich denke mal, da ist ein bisschen Heyday bei. Vielleicht auch noch was anderes, keine Ahnung, könnt ihr mir vielleicht mal unten in die Kommentare schreiben, was die anderen beiden Figuren sein sollen. Was anderes kann es eigentlich nicht sein. Und auch jetzt kommt das nächste kleine Detail, habt ihr gesehen, links schon so eine Fahne, Supercell. Also das sind so kleine, aber feine Sachen, die hier eingebaut haben. Oh, jetzt geht's hier ins Restaurant rein. Jetzt sind natürlich alle erstmal erschrocken, wenn da so ein Monster so rein dapert. Und jetzt geht es nach draußen. Das fand ich eigentlich auch sehr, sehr gut. Die sind gar nicht mal so überrascht. Und jetzt sehen wir das auch. Ja, es ist natürlich Neujahrsfest dort in China. Und jetzt geht's ab in die Wohnung rein. Also er kann sich noch auf einen Balkon retten, in eine Wohnung rein. Und auch hier halte ich kurz mal an, sehr detailgetreu, muss ich sagen. Und das sind echte Clash of Clans Fans hier. Nämlich mit dem Poster, mit den Statuen hier hinten auf der Kommode und auch mit der Pekka-Statue hier unten auf dem Tisch. Und was macht eigentlich er? Ja, schauen wir mal, was er jetzt macht. Er... Oh, 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 oh. Stellt einfach mal ein Schwein dahin. Ja, und da gucken sie dann alle ein bisschen überrascht, aber was macht er? Gibt zwei Daumen nach oben. Absolut kultig. Und jetzt kommt noch so ein bisschen, wie man Schwein natürlich einbauen kann. Also auch das Foto gerade fand ich sehr, sehr nett. Ihr müsst euch das Video unbedingt angucken. Also ich kann es euch nur empfehlen. Allerdings gibt es auch wieder eine Besonderheit. Zeige ich euch gleich. Also hier geht es jetzt noch so ein bisschen um Clanliga, Rise Up the Leagues with your Clan und so weiter. Und natürlich ein bisschen Werbung. Und dann ist es das auch schon gewesen. Also ich fand es mal wirklich, wirklich nett. Und ich zeige euch einfach mal, natürlich brauche ich euch keinen Clash of Clans Kanal auf YouTube zeigen, aber überhaupt mal die Information, dass es sowas gab, gab es natürlich mal wieder nur in-game. Und wie man eigentlich mal wieder drauf kommt, vermutlich hat nicht jeder den englischen Client an, so wie ich es ja immer habe. Ist immer mal wieder eine Frage bei mir. Toto, warum spielst du in Englisch? Ja, weil ich genau diese News hier gesehen habe. Also Happy Lunar New Year. Ihr habt den, wenn ihr das Spiel ja gestartet habt, dann habt ihr ja auch diesen großen Bildschirm, den ich ganz zu Anfang im Hintergrund hatte, als Startbildschirm gehabt, beziehungsweise dort diese Maske. Und wenn man dort hingeklickt hat, dann kam man genau in dieses Video. Allerdings, wenn man es dann weggeklickt hat, dann
bekam man diese Info natürlich nicht mehr, aber wenn man hier jetzt raufklickt, kommt man genau dahin. Und ich muss sagen, ich fand es wirklich, wirklich schick, zum Jahr des Schweines genau sowas zu bringen hier. Und ich denke, wir verpulvern eben mal eine Armee, bevor wir hier weitermachen. Ich bin im Moment ja mit Luft unterwegs. Ist auch mal sehr, sehr selten, aber ich wollte jetzt erstmal verballern, beziehungsweise noch ein bisschen reinfahren vom Wochenende. Da habe ich ja ich habe ja ein paar Mauern gemacht, aber nicht so wirklich, wirklich viel. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich hole die mal in einer Woche nach. Müssen wir nur einen Gegner finden, ne? Und wir haben hier unsere niedliche Beute. Also Dunkles brauche ich natürlich nicht, aber ich denke mal, Gold und Elex kann ich ganz gut mitnehmen. Meine Armee ist sowieso teuer genug. Das, was ich nie brauche, ich brauche eigentlich nie das Rathaus. Ich brauche eigentlich nur die Ressourcen und bin von der Armee her sicherlich ein bisschen, es ist schon ein bisschen heavy hier, was ich hier mitnehme. Aber es macht mir einfach im Moment Bock. Und deswegen fahre ich im Moment mit solch einer Konstellation hier mal sehen, ob wir da an King und Queen kommen. Ich glaube, da kommen wir nicht ran. Deswegen starten wir hier auf der Ecke mal mit ein, zwei Loons, auf der anderen Ecke auch mit ein, zwei Loons und nehmen hier jetzt den Rest mal mit rein. 1, 2, 1, 2, also das muss auch mal ein bisschen schneller gehen, Toto. Okay, dann hauen wir jetzt mal rein hier und setzen die ganzen Minions dahinter. Also ich habe schon ewig nicht mehr so gefarmt. Ich meine, das war sowieso nie so meine Farmstrategie hier, dass ich so unterwegs bin. Vor allen Dingen nicht wirklich an der Maus. Da muss ich mich jetzt mal gerade ein bisschen sputen. Die Queen, ich weiß gar nicht, ob die jetzt noch lebt. Da waren ja auch ganz, ganz viele Fledermäuse noch in der Base eben. Okay, da hinten geht es jetzt nicht so wirklich weiter. Da auch nicht. Aber hier geht es nochmal so ein bisschen. Also der dunkle Potti, der kann ihm ruhig erhalten bleiben. Aber den Rest nehme ich doch ganz gerne mit. Ich gucke mal, wo jetzt noch so ein bisschen Gold und Elex ist. Ah, hier hinten, okay. Das können sich hier mein King und meine Queen vielleicht noch wegziehen. Die beiden Lager hier, beziehungsweise die drei Lager hier, die drei Sammler, sollen die mal ruhig noch mitnehmen. Dann haben wir hier trotzdem zwei Sterne geschafft. Also mit so einer Armee, da können die auch ruhig Clanburg-Truppen haben. Och, warum gehen die denn jetzt da hin? Jetzt geht keiner mehr auf die schönen Lager hier. Naja, okay. Ich will sie nicht ganz verheizen, denn ich will damit noch ein bisschen weiter angreifen. Und haben wir aber im Sack hier. Ich denke, das ist eine coole Farmtruppe. Ganz so viele Mauern brauche ich auch nicht mehr. Aber zwei Mauern, denke ich mal, sind in jedem Fall noch drin. Und ihr hattet ja in einer Abstimmung von mir teilgenommen, also auf dem Community-Tab in YouTube habe ich ja heute Morgen schon mal kurz ein Bild eingeblendet. Leider kann man dort nur Bild oder Abstimmung machen, also Bild und Abstimmung ging an der Stelle nicht, oder ich habe den Punkt nicht gefunden, aber irgendwie am PC war es zumindest nicht möglich. Vielleicht geht es an der Handy-App, muss ich einfach mal checken, aber 863 Stimmen habt ihr abgegeben. Das ist echt krass, muss ich mal so sagen. Also den Daumen von mir auf jeden Fall für die rege Teilnahme. Und ich klicke nochmal gerade ein nach hinten. 37% haben sich das Ding auch gekauft. Also ich hole mir das Schwein, hieß es da ja. Noch mehr Schweinereien? Nee, ich hole es mir nicht. Meinten da 29% und 35% im Moment müssen noch Flaschen sammeln. Also sie werden sich auch noch kaufen. Also der prozentuale Anteil derer, die sich das kaufen, ist auf jeden Fall schon sehr, sehr hoch. Und ich denke mal, ich kaufe es mir auch. Allerdings habe ich gar nicht gesehen, dass es das auch für 5,49 Euro gibt. Und ich hatte ja den Screenshot auf das Golden Hog Paket für 10,99 gelegt. Also mit 8 Millionen Gold noch. Ist sicherlich sehr, sehr nett. Das wären zwei Mauern bei mir, die ich eigentlich dringend brauche. Aber ich meine, das ist jetzt auch Gold für Geld. Das mache ich eigentlich in der Regel nicht. Dieses kleine Paket hier, das können wir ruhig mitnehmen. Da ist eine Schaufel dabei und drei Bilder-Potions. Okay, da habe ich sowieso jetzt 5. Und das können wir aber in jedem Fall mal mitnehmen. Und ich tätige mal eben den Kauf. Und dann sehen wir uns nach den 2 Klicks hier eben mal wieder. So, da ist die Zahlung erfolgreich. Jetzt gucken wir mal, was wir haben. Wir haben das Special Offer Paket received. Und ich kann das Schwein jetzt auch setzen. Also wir können das Schwein auch setzen. Ich hoffe, das ist jetzt ein Gegenstand, den ich jetzt nicht den ich nicht mit der Schippe wieder umsetzen muss, denn ich weiß jetzt gar nicht, wo das Schwein hier hätte Platz haben können. Aber ich denke mal, hier neben dem Glücksbaum ist das Schwein ganz gut aufzunehmen. Ah ne, man kann es verschieben. Ich dachte gerade, ganz fiese Methode wäre gewesen, dass das Schwein hier jetzt
nur mit einer Schaufel verschoben werden kann. Also ich habe jetzt auch mal einen Gegenstand hier im Dorf. Finde ich ganz, ganz nett. Und es gab aber noch eine Schaufel, glaube ich. Und es gab ja auch noch drei Tränke. Die gibt es natürlich hier rein. Und ihr seht, wenn man die Sachen aus dem Shop kauft, dann kann man hier auch wieder überbuchen. Das heißt also, ich habe jetzt 8 von 5. Rathaus 13 kommt bestimmt. Ich habe jetzt 2 Schaufeln. Auch da geht es wieder ein bisschen weiter. Oh, wir haben hier... Stimmt ja, wir haben hier Liga. Ich weiß, ich gehe ganz, ganz wenig drauf ein in dieser Woche. Ich hoffe, das stört euch nicht ganz so derbe, dass wir mal ein bisschen weniger Liga sehen und dafür mehr so ein bisschen Casual Clashen, so will ich das mal nennen. Also einfach ein bisschen Clash of Clans, so wie ich es eigentlich spiele, so wie ich die Rathäuser hier auch bespiele und die Events immer mit euch mache. Vielleicht gibt es immer den einen oder anderen kleinen Trick oder die ein oder andere Sache, die man vielleicht nicht machen sollte. Aber wir gucken uns erstmal den Chris an. Hier ist ein Live-Angriff. Wunderbar. Finde ich sehr, sehr gut. Wir haben noch ein paar Stunden Zeit hier. Unsere Liga ist sehr, sehr spät gestartet. Also die geht immer eher erst, glaube ich, der Wechsel ist erst immer, ich gucke mal auf die Uhr, so rund um 12 Uhr oder noch ein bisschen später. Und ich bin, muss ich sagen, auch ganz schön platt. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Ich hatte heute Nacht oder gestern Nacht war es noch Leute im Discord, die sich natürlich wundern, dass der Toto um 2 Uhr immer noch vom Rechner hängt auf den Sonntagabend, wo er montags arbeiten muss. Ja, er musste montags arbeiten und er war bis 6 Uhr auf. Ich habe nämlich den Super Bowl geguckt am PC. RAN hat das Ganze ja komplett für uns festgehalten. Und man konnte auch die Internetübertragung war diesmal sehr, sehr gut. Ah, da hat er die Queen verpennt. Oh, Chris. Chris hat die Queen verpennt. Aber okay, er hat noch eine andere Option. Allerdings, okay, da ist die Clanburg da raus. Das ist nicht so schlimm, er hat jetzt noch die Option der Miner hier. Okay, der Sprung war jetzt unnötig für die Miner. Mal gucken, wie er den rettet. Auch das ist immer Thema bei uns, dass wir Angriffe oder Killsquads, die irgendwo verrecken, dass wir die noch irgendwie retten. Aber er hat jetzt natürlich, oh, er hat den Warden da, der ist in ausreichender Entfernung. Denn obwohl er hat die auch schon auf 6, sehe ich gerade. Die gehen jetzt, die kommen da, guck. Was die schleppend da vorankommen, ne? Alter Falter, die kommen echt schleppend da voran, als wenn die irgendwie Magneten an der Hacken haben und immer wieder nicht so richtig wegkommen von den ganzen Sachen. Aber ich meine, die Defense ballert ja auch. Vor allen Dingen der Adler macht dann richtig Aua, aber 50% hat er hier drin. Super gemacht, Chris. Das ist nämlich im Moment bei uns nach wie vor so ein bisschen das, was so als Tagesziel im Moment gesetzt wird. Schönes Ding hier. Puh, Glück gehabt, Glück gehabt. Ich muss noch ran, Leute. Ich muss noch ran. Ich muss auch irgendwann mal bauen. Aber wir haben noch reichlich Zeit hier. Also die 2 Sterne hat der Chris in jedem Fall hier im Sack. Und 24-21 im Moment. Wir sind so ein ganz kleines Stück vor. Denn wir haben in dem Clan-Krieg hier, genau wie im letzten Clan-Krieg auch, schon 3er hingelegt. Glaubt man kaum, 12 auf 12. Beziehungsweise, ich glaube, dieses Mal hat der Gegner sogar 1 oder 2 Elfer unten. Ich glaube, einer war es. Und mal sehen, wir schlagen uns im Moment sehr, sehr gut hier, was Sterne angeht. Ersten CK haben wir auch gewonnen, habe ich mal gar nichts, glaube ich, von gezeigt. Ist aber auch nicht so schlimm, denke ich mal. Es ging mir heute auf jeden Fall um das chinesische neue Jahr, also um die große Schweinerei und um das schöne Schwein hier. Das setze ich nochmal ein bisschen besser, glaube ich, so in Szene. Fast hätte ich schon wieder Lot geskippt. Ein Segen habe ich es mal nicht gemacht. Und mir sind eben schon wieder ein paar nette abhangekommen. Aber den nehmen wir mal mit. Wir haben jetzt keinen Warden. Das macht aber nichts. Wir haben auch keinen Silveratus zu machen, über das ich unter Umständen den Warden zünden muss. Also ein bisschen... Ich bin froh, wenn ich immer so ein bisschen mitnehme. Dann hat sich schon gelohnt für mich. Und dann gucken wir mal, ob er denn irgendwas in der Clanburg hat, was uns irgendwie stören könnte. Das hat er an der Stelle nicht. Dann würde ich sagen, nehmen wir hier mal King und Queen mit rein, dass die so ein bisschen hier die ersten Sachen schon mal ablenken. Und dann gehen wir hier wie gewohnt einmal vor. Wir nehmen das Ding hier mit rein. 1, 2, 1, 2. Lassen unsere Helden hoffentlich nicht sterben. Ah, ne, die gehen schon schön rum. Das ist nicht schlecht. Und spammen hier jetzt wieder unsere Minions rein. Jetzt habe ich zwar nicht ganz so viele von den... Ah doch, ich habe genug. Oh doch, ich hab doch genug. Komm, mach das da in die Mitte. Also die können ruhig weggepustet werden oder so. Das macht an der Stelle gar nichts. Denn in die Mitte muss ich nicht unbedingt. Ich muss hier außen lang. Das ist eigentlich schon der richtige Weg hier. Aber okay. Ich glaube, ich baue die Armee mal so. Ich muss die Armee, glaube ich, mal so ein bisschen umbauen. Dass die in jedem Fall... dass ich einen Fries dabei habe, denn der Feger ging mir jetzt doch ein bisschen auf den Senkel. Aber wir haben ganz gut, glaube ich, Lot mitgenommen. Der King,
Der King mit der goldenen Faust hier, Alter, der ist dreiviertel Base gelaufen. Das ist auch krass. Okay, Queen ist jetzt auch dahin. Ist aber nicht so schlimm. Wir haben schon wieder 2 Sterne. Die will ich eigentlich auch nie machen, aber das bleibt dann bei so einem Farm auch nicht aus. Aber ich denke mal, mit dem Bonus ist das ganz in Ordnung. Und jetzt ist es in jedem Fall eine Mauer drin. Das ist eigentlich das Schöne. Ich habe nämlich noch ein bisschen Bonus, habe ich eben gesehen. Den kann ich mir hier rausholen. Die zweite Mauer spare ich mir noch so ein bisschen. Oder kann ich sie eigentlich auch mal an? Nee, komm. Wir machen 2 Mauern hier hinten. Denn danach habe ich eine Elex-Forschung. Da wollte ich eigentlich ein bisschen Elex sparen, aber ich denke, mal in 2 Tagen kriegen wir es auch hin. Und danach müssen wir noch 2 Mauern machen. Also auch nicht schlecht, ein bisschen Gefarme hier in der Folge gehabt. Ich hoffe, die Reaction hat euch mal so ein bisschen gefallen. Und das war ja mal ein ganz, ganz anderes Format. Ich habe mir das Schwein gekauft. Okay, das war jetzt von der Abstimmung her. Ich habe gedacht, komm, Toto, kannst du auch mal. Ich glaube, von den 5,49 € habe ich irgendwo 1 Euro gut hingeschrieben bekommen. Das muss ich jetzt auch erstmal checken, wo der denn wieder geblieben ist. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir einfach einen Daumen nach oben da und schreibt mir ruhig, was ich gefragt habe in die Kommentare am Anfang, was das da in diesem Kuchending da war. Wer es zufällig weiß, weiß ich nicht. Es gibt ja auch welche, die aus China kommen, meinen Kanal vielleicht gucken oder so. Ich würde erstmal sagen, bis die Tage, euer Toto. Rest.